Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Evolent 2. So, dann wollen wir mal. Wir haben ja ein Leckerli für das Mädel. Schon eine angeleckte Süßigkeit. Ihr seid wohl die neue Magd, was? Mein Papa hat seinen Schatz in einem Tresor im Haus eingeschlossen, aber ich werde euch ihn auch nicht, wenn ihr meine Lieblingssüßigkeiten. Her damit! Los! Macht schon! Gib's her! Nein, ihr seid gemein. Ich weiß. Na, gib es ihr nicht. Oh, ich weiß es nicht. Aber der Papa schläft ja. Na komm, wir geben es mal. Ein Glücksbringer. Ich bin sicher, das wird mir Glück im Spiel bringen. Cool. Ein paar Socken. Wie geht, wie geht. Ihr habt 26 Leute überzeugt. Das ist nicht übel. Hier ist eure Belohnung. Cool. Wir haben das Geld zusammen. Aber ich will noch nicht raus aus der Stadt. Oh, es ist schon Abend. Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Vergiss es, meine Hübsche. Vergiss es. Wir gehen jetzt spielen. Warte mal, muss ich das ausrüsten? Funktioniert so ein Glücksbringer überhaupt? Den kann ich gar nicht ausrüsten. Ein wirklich fesselndes Spiel. Ob ich besser aufhöre oder ob ich weiterspielen soll. Offenbar gibt es jede Menge Gewinnchancen, aber warum nur so wenig Gewinner? Oh nein, ich habe schon wieder mein ganzes Ersparnis verspielt. Beim nächsten Mal habe ich mehr Glück. Fast hätte ich dieses Mal gewonnen. Irgendwann gewinne ich doch und dann bin ich reich wie Madame Malam. Da bin ich mir sicher. Ihr wollt, werdet Millionär spielen? Das macht 10G. Wollt ihr die Regeln wissen? Ja. Ganz einfach. Auf dem Tisch liegen 9 Karten. Ihr müsst jeweils 2 davon gleichzeitig umdrehen, ohne dabei die Karte tot zu erwischen. Wie viel ihr gewinnt, richtet sich nach der Anzahl eurer umgedrehten Paare. Ihr dreht alle 4 um. Bingo. Ihr gewinnt 1 Million Gold. Wollt ihr die Regeln wissen? Nein. Oh, wie ich sehe, habt ihr Herrn Delmas Glücksbringer. Überlasst ihn mir, dann versuchen wir die übliche Masche. Nein. Wie ihr wollt. Oh, das war der Tod. Oh, so ein Pech. Fast hättet ihr es geschafft. Wie wär's, noch ein Spiel? Nein. Mist. Ja, oh mein Gott. Welches von denen ist jetzt die Karte? Nein, ich hab's gewusst. Oh, so ein Pech. Ja, bla bla bla. Nein, halt. Ja, wollt ihr die Regeln? Nein. Oh, wie ich sehe, habt ihr Herrn Delmas Glücksbringer. Überlasst ihn mir. Dann versuchen wir die übliche Masche. Wie ihr wollt. Ah, erstmal so ein. Halt erstmal so durchgehen. Okay, so, was haben wir hier? Oh. Scheiße. Okay, nochmal. Okay, die sind erstmal safe. Die auch? Die auch. Also, können wir schon mal ein paar Karten aufdecken hier. Oh. Ey, die ist auch safe. Super. Die und die? Nö. Die und die. Hä? Na, ich hab's gewusst.
Nein, ich will spielen. So, okay. Mann, doch, ich will ein Spiel spielen. Überlass dir mal eine übliche Masche. Na, das wirkt erstmal ganz gut. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, ich hab's gewusst. Ach, so ein Pech. Fast hättet ihr es geschafft. Okay, einmal probieren wir es noch. Ach Gott. Na, jetzt bin ich komplett verwirrt. Mann. Wo war denn jetzt? So. So. Na, nein. Speichert der, wenn ich rausgehe? Ja. So, also wir haben jetzt gespeichert. Sollte das jetzt wieder Bockmist werden? Ja, wollt ihr die Regeln? Nein. Oh, ich sehe, habt ihr. Ja. Seid ihr denn völlig verblödet? Ja, was? Hier habt ihr euren Glücksbringer zurück. Strengt euch gefälligst an, ja? Hä? Okay, dann kannst du eigentlich... Wenn die Karten wenigstens anders aussehen würden, aber... Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wo der Tod liegt. Und wir haben einen Gewinner. Gratulation, ihr seid gerade Millionär geworden. Schon wieder hat Fortuna unter allen Spielern... euch mit ihrem Gunst bedacht. Naja, die Million wird die übliche unverzüglich auf Herrn Konto überweisen. Das ist für euch. Ach, mir egal. Das ist auch okay. 300er. Zack, ins Gasthaus. Der Glücksbringer ist weg, wa? So, ich habe meine Aufgabe erledigt. Bedauere, Schätzchen, aber für die Nacht habe ich keine Arbeit für euch. Na, alles gut. Achso, ja, ins Bettchen wollten wir. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen arbeiten. Die Kellnerin bei McDonald's. Seid ihr sicher, dass ihr kellnern wollt? Geht zu McDonald's. Nicht, was ich mir als Kind vorgestellt hatte. Ich wollte immer Astronaut werden. Oh Gott. So. Na, dann gehen wir doch mal bei McDonald's arbeiten.
War das der hier? Klar, das dicke Wocket. Dingens, Schild. Boah, wieso fällt mir denn heute kein Wort mehr ein? Willkommen bei Wokdonald. Die Küche ist schon geschlossen. Schaut später. Oh, ihr seid die neue Kellnerin. Perfekt. Ihr kommt gerade rechtzeitig, der Service. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ihr werdet sehen, es ist kinderleicht. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welcher Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und nimmt Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht wählen lassen. Dann wird er eine Bestellung aufgeben. Danach kommt ihr zu mir, um das Gericht abzuholen und es dann dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellungen. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen, die meisten Gäste hassen das. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Versucht mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor er serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das war's. Kinderleicht, oder? Wollt ihr, dass ich die Anweisung wiederhole? Wunderbar. Damit haben wir ein... Na, hi. Na, hallo. Okay. Die will ihr Gericht. Ich hätte gerne einen Salat. Ja, jo. Welches Gericht? Den Salat. Bitteschön, den Salat. Hm, könnte ich den Salat haben? Ach, du willst auch einen Salat? Oh. Bitteschön, den Salat. Danke, das ging ja schnell. So, die essen jetzt. Ah, die ist fertig, die wir bezahlen. Das war lecker, danke. Super. Und hier ist auch noch Geld. Das war lecker, danke. Bitteschön. Welches Gericht? Achso, gar keins. Ja, so ist schön. Immer hier vorne hinsetzen. Super, ihr macht das top. Nein, wer bist denn du jetzt? Nee, drei sind mir zu viel. Den Salat bitte? Ich hätte gern, mal sehen... Das Tagesgericht. Ich hätte gern, mal sehen. Die Pasta à la Schäfer. Einmal Tagesgericht. Bitteschön, das Tagesgericht. Und einmal die Pasta. Oh Gott. Boah, die hat schon bestellt. Gottes Willen. Den Salat und zwar zackig, denn dann ist er knackig. Oh, bitteschön. Oh Gott. Hätte gern das Tagesgericht. Kriegst du sofort. Warte kurz. Das war lecker. Vielen Dank. Super, super, super. Lasst es euch schmecken. Tagesgericht. Oh Gott. Das ging ja schnell. So, einmal hier rüber. Ich hätte gern, mal sehen, die Pasta la Chefa. Oder so. Das Tagesgericht und zwar zackig. Alter, jetzt wird's viel. Einmal das Tagesgericht. So, das warst bestimmt du. Ach ja, okay. Entschuldigung. Die Pasta la Chefa. Hier, Alter. Den Salat und zwar zackig. Das Tagesgericht. Pasta la Chefa. Hallo, ich möchte gerne das Tagesgericht. Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Oh. Alter, wie sollst denn du das machen, bitte? Komme! Oh. Fuck, ey.
Ja, okay, hast du nicht bestellt. Hast du es bestellt? Du hast auch nicht bestellt. Ah, der Big Walkie, ja, komm. Alter, das ist übel böse, ey. Halt. Oh Gott. Alter, das ist ja böse. Aber jeden einzelnen abfertigen, das bringt auch keine Punkte. Du musst wirklich. Hiermit komme ich garantiert nie wieder. Nee, lass gut sein. Nee. Nee, das. Oh, das ist schon Abend. Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Nee, ey, bei aller Liebe, das tue ich mir nicht nochmal an. Und schon gar nicht euch. Das ist ja peinlich. So, geschlafen. Heute nochmal Erzieher und dann aus der Stadt raus. Hier ist die Kinderhütten, seid ihr sicher? Ja. Das ist das letzte Mal, dass ich mich freiwillig melde. Ja, komm, hör auf zu meckern. Wir haben schließlich unser ganzes Geld weggegeben. Unser ganzes Geld. Alles weg, alles weg. Hallo, willkommen im Waisenhaus. Ja, jede Stunde, bla bla bla. Ey, jo. Oh, ich ruhe mich kurz aus. Oh, ich hoffe. Oh, ihr seid das neue Mädchen. Ihr seid meine Rettung. Naja, ich schätze, ihr wisst, was zu tun ist. Dann überlasse ich euch die Aufsicht. Viel Glück. Endlich frei. Huhu, Kinderchen. Wollt ihr spielen? Lasst uns Verstecken spielen. Jetzt seid ihr dran. Klasse. Ja, total krass. Oh ja, cool. Nee, nein, nicht rausrennen. Nicht raus. Wer soll die denn hier finden? Da ist eins. Oh nein, ihr habt mich gefunden. War jetzt nicht schwer. Das Kind war in Ordnung. Ich hab das keine Lust drauf, wenn die in irgendwelchen Häusern hocken oder so. Bam. Nee, hier ist. Also. Ah, da ist Nummer 2. Hier ist bestimmt Nummer 3. Nö, okay. Das habt ihr gut gemacht. Pah, das ist unfair. Nee, ist alles in Ordnung. Kann das sein, dass sich hier im Busch auch irgendwo eins versteckt? Nö, hier gerade nicht und dort auch nicht. Okay. Wo könnten die anderen zwei sein? Das Leben ist ohnehin schon hart, bla 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 bla. Ne, da auch nicht. Okay. Nein, hier auch nicht. Okay. Huhu, Kinderchen, Kinderlein. Kinderlein, ihr müsst versteckt sein. Ich glaube, mir würde es nicht mal auffallen, wenn hier einer mehr drin steht. Hast du ein Kind gesehen? Naja. Ja, komm.
Dein Verlobter ist mir gerade etwas egal. Sag mal, wo sind die denn? Bist du ein Kind? Wo haben die sich denn alle versteckt, sage mal? Ich glaube, bla bla bla. Auch nicht. Okay. Jo, Kiddies. Also langsam wird's uncool. Hä? Sag mal. Hat sich hier ein Kind versteckt? Nö. Alter. Es sind alle fünf rausgerannt. Warum finde ich nur zwei? Drei. Wo sind die anderen? Wer weiß, was es hier wieder für Geheimgänge gibt. Vielleicht ist ja eins in die Kanalisation runter. Hier waren wir schon dran, ne? Hier wollen wir mal gucken. Ja. Bist du in so ein verstecktes Kind? Nö. Ah, nicht, dass ich jetzt hier reingehe und dann hat sich das erledigt. Ich gehe da auf keinen Fall nochmal hinein. Ich hasse Ratten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss jetzt echt alles absuchen. Hey, ihr Süßen. Ja, ihr werdet niemals alle von uns finden. Ihr werdet niemals alle von uns finden. Ihr werdet niemals alle von uns finden. Das hab ich mitbekommen. Ihr Kinder seid echt gut da drin. Im Shop, natürlich. Im Shop. Mhm. Da war ja wirklich einer. So, und jetzt im Gasthaus. Vielleicht hier unten? Ach, Verstecken spielen fährt's doch. Warum regt die sich da so auf? Nein, im Gasthaus ist gar keins. Also Verstecken spielen fährt's. Wenn's fair bleibt. Versteht sich. Na gut, gehen wir mal weg bei McDonald's. Jo, Kitty, das ist ein falscher Ort für dich. Jetzt schon? Ihr habt da etwas Superkräfte, oder? So, alle fünf. Oh, ich würde auch gern rein wollen. Richtig ganz schnell, upspeeden. Yeah, Speedy Gonzales. Ich sollte aufhören, Kaffee zu trinken am Abend. Eieiei, das geht durchs Blut. Na, wer findet euch alle nicht? Ihr seid ja so cool. Danke, Fräulein. Kommt uns gerne jeden Tag besuchen. Dafür werdet ihr bezahlen. Ich muss mal. Seid ihr in Ordnung? Wie ist es gelaufen? Sie haben sich doch hoffentlich benommen. Ja, war okay. Schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Ja, das ist für euch. Danke für eure Hilfe. Kommt gerne wieder. Und wehe dieser. Oh, es ist schon Abend. Oh. Ist egal, ich gehe jetzt trotzdem zu dem jungen Mann. Zu dem Schlamassel. Und werde ihn fragen, ob er uns trotzdem schon aus der Stadt schleust. Der Band. Ich werde. Oh.
Lobt euch im höchsten Tönen, die Nacht wird euch nichts kosten, bleibt ihr? Ja. Kriegen wir hin. Du hast ja nicht schon wieder was, oder? Ah, habt ihr die Gelegenheitsjob schon erledigt? Ihr könnt gern nochmal von vorne anfangen. Nein. Nein. Jo, wie abgesprochen. 100. 160. 150. Ah, Glückwunsch. Scheint so, als hättet ihr euch ordentlich ins Zeug gelegt. Ich schätze ihr hier. Ihr wollt sicher so schnell wie möglich los, wa? Ihr nehmt diesen Schlüssel, damit könnt ihr durch die Kanalisation fliegen. Nicht zu danken. Euer finanzieller Beitrag ist mir des Dankes genug. Yeah. Wir haben es geschafft. Endlich. Kommen wir raus aus dieser Stadt. Hab Dank, Fräulein Fina. Euch Dank. Darf ich meinen Sohn? Danke euch, darf ich meinem Sohn wiedersehen. Und vielleicht ist es noch früh genug, mein Volk zu retten. Keine Sorge, Prolog. Es ist doch selbstverständlich, dass man aneinander hilft, wenn man das gleiche Schicksal teilt. Das gleiche Schicksal. Wir Dämonen glauben nicht an Schicksal, nur an freien Willen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Es war nur eine Redensart. Macht nichts. Tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Können wir jetzt? Steve, ich glaube, ihr solltet die Führung bei unseren kleinen Expeditionen übernehmen. Auf geht's. Wartet. Nehmt dieses kleine Andenken von mir an. Mit dem Dank des Hauses. Genau die Art Gegenstand, die einem überhaupt nichts nützt. Aber hey, erstmal haben. So, super, wir kommen weiter. Na dann, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich freuen, seid ihr beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, bye bye.